Wir gratulieren dir zum Weltmeistertitel. Du hast Loli Monos, eine der weltbesten Kämpferinnen, geschlagen. Erzähl uns, wie war dieser Kampf? Der Kampf war genial. Ich habe zwar im Kampf selber nicht viel mitgeschnitten, aber jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt eine Woche Pause und darüber nachdenken kann, es ist einfach der Hammer gewesen. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist, bist überwältigt, du weißt gar nicht, hoch, tief, es geht kalt und warm über den Rücken. Nein, es ist einfach das Flair super gewesen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es ist der Höhepunkt meiner ganzen Karriere gewesen und jetzt von meinem Leben her. Und es kann nicht besser passieren. Du hast vor ausverkauftem Haus, vor über 1000 Fans diesen Kampf bestritten und gewonnen. Hast du so eine Atmosphäre schon mal erlebt? Nein, also das war eine Atmosphäre, das kann man gerne toppen. Also 1000 eigene Leute, vor allem viel munter vorne, viele eigene Leute, die für dich natürlich unterstützen, mitschreien. Und das kriegst du im Hintergrund im Kampf selber mit, aber nachher dann natürlich der Jubel und das war grandios. Am Samstag hast du in Wien am Heldenplatz das goldene Ehrenzeichen für Ehrendienste um die Republik bekommen, eine ganz, ganz hohe Auszeichnung. Realisiert man da eigentlich, was man kurz davor wirklich den Weltmeistertitel geholt hat, wenn man da ausgezeichnet wird am Heldenplatz? Nein, weil das ist es ja. Du kommst aus dem Kampf raus und gleich kommt das nächste eine Woche später und du kannst das echt nicht realisieren und das kommt jetzt einfach Stück für Stück. Jetzt mal, wenn ich wieder der Gürtel sage oder sonst irgendwas, anlage vom Kampf, ein Stück Film, da kommt das, wird das erst richtig bewusst, was da passiert ist und ich brauche glaube ich noch ein bisschen, dass ich das verkraft und verschaffen kann. Wie geht es für dich jetzt persönlich weiter? Du hast gesagt, dieser WM-Sieg war für dich ein absoluter Höhepunkt, viel mehr geht nicht mehr. Wie schaut deine weitere Planung aus? Also es war ein absoluter Höhepunkt, also mehr geht wirklich nicht. Olympia ist noch kein Thema im Kickboxen. Mal schauen, meine Karrierepläne wären eigentlich so, dass ich jetzt geplant habe, dass ich meine Trainerausbildung jetzt mache und das weitergehen kann, was ich in den letzten Jahren selber an mir erprobt habe und trainiert habe und einfach an meine Schützlinge weitergehen kann und die vorwärts bringen kann und Familienplanung eventuell.